Wir schreiben Samstag, den 29. August 2020. Das Hechmecke Studio berichtet vom 46. internationalen Borgward-Treffen in Witten vom Gelände der Zeche Nachtigall. Zahlreiche Teilnehmer waren schon am Vortag angereist und hatten ihre Oldtimer nach Vorgabe der Organisatoren auf dem Museumsgelände schön in Szene geparkt. Auch jetzt noch reihen sich viele außergewöhnliche Borgward in diese einmalige Fahrzeugschau mit ein. Für dieses Wochenendtreffen vom Freitag 10 Uhr bis Sonntag 15 Uhr hatten die Organisatoren einiges vorbereitet. Ein Catering sorgte fürs leibliche Wohl. Die Besichtigungsattraktionen des Museums konnten in Augenschein genommen werden. Eine Sightseeing-Bustour stand auf dem Programm. Am Sonntag war ab 10 Uhr eine Ausfahrt zum Eisenbahnmuseum nach Bochum-Dahlhausen ein weiterer Höhepunkt. Genießen wir jetzt einmalige Bilder aus einer anderen Zeit, gepaart mit spannenden Geschichten rund um die Tradition der Bremer Autobauer. Mein Name ist Klaus Vögele und ich habe das Auto jetzt seit 17 Jahren und war eigentlich schlecht restauriert, aber wir haben uns jetzt zusammengerauft und wunderbare Fahrten und Reise mitgemacht. Bin also im Großen und Ganzen kann ich über das Auto nichts Schlechtes sagen. Was ist es für ein Fahrzeug? Ein Borgward Isabella Kombi und Baujahr 1959. Und ja, ist eigentlich der Kombi hat den Vorteil, dass man hinter die Tür aufmachen kann und alles reinstellen kann und Stapel kann man auch noch dazu. 1,5 Liter, 60 PS, das ist der normale Isabella Motor. Dann gibt es noch der TS mit 75 PS, das hat dann in der Coupés und in der Cabrio sind die Motoren dann drin. Ja, mein Name ist Helmut Erdl, ich komme von Kelkheim im Taunus, 20 Kilometer nördlich von Frankfurt. Das Auto habe ich erworben im Jahre 1992. Er war noch im Originalzustand, aber hier neben an der Seite, beide Seiten ziemlich lädiert, aber fast rostfrei. Es musste aber trotzdem einiges gemacht werden, die Bridge ist neu,
Aber sonst ist er im Originalzustand, hatte damals 14.414 Kilometer gelaufen. Was ist das für ein Auto? Das ist ein Goliath Express mit 1100 Kubik. Das ist der mit dem Boxermotor schon, der auch später nachher im PKW eingebaut wurde. Der Motor ist jetzt hier vor kurzem noch mal neu gemacht worden. Das Auto ist absolut fahrbereit und ich bin ganz stolz auf ihn. Es gibt nur zwei Hochbritschen fahrbereit in, ich glaube, weltweit, laut Goliath Club. Und auch im Jahre 1992 wurde er restauriert von uns, neu lackiert natürlich, aber die Chromteile wurden auch gemacht. Die Front vorne, das sind hochglanzpolierte Aluminium-Lamellen, an denen wurden gar nichts gemacht, die wurden nur sauber gemacht und etwas poliert. Und sonst, wie gesagt, ist das Fahrzeug im Originalzustand von 1957. Philipp Krämer, ja, ist ein Borgward B2000, Baujahr 58, ehemaliges Funk- und Kommandofahrzeug der deutschen Bundeswehr, erste Generation und ja, umgebaut zum Wohnmobil, hat ein paar Fernreisen hinter sich von Marokko bis Schottland und somit regelmäßig im Einsatz und ja, durch ganz Europa unterwegs.
Also, mein Name ist Stefan Schumacher. Das ist ein Borgward B4500 von 1957. Wir kommen aus Willich am Niederrhein. Das Fahrzeug hat 110 PS aus ungefähr 5 Liter Hubraum. Ist ein Pritschenfahrzeug mit original Pritschenradstand 4,20 Meter. Das Besondere an diesem Fahrzeug ist, dass es ausgebaut als Wohnmobil, aber so, dass man es nicht erkennen kann. Sprich, von der Optik her von außen sieht er halt aus wie ein Fahrzeug aus den 50er Jahren mit Segeltuchplane und innen ist eine Wohnung drin versteckt, dass wir auf den Treffen abends hier uns schön verlustieren können. Das Fahrzeug wurde von uns komplett restauriert, war bis auf die letzte Schraube auseinander, ist gesandstrahlt worden, das Holz vom Fahrerhaus ist neu gebaut worden teilweise. Ja, waren gute 3 Jahre Arbeit. Und also ist auch ein Holzfahrerhaus, ist, was mit Blech beplankt ist? Genau, das ist ein Holzrahmen. Das Blech ist nur drüber genagelt, damit es eben dicht ist, aber die tragende Funktion übernimmt das Holz. Und das ist bei diesen Fahrzeugen halt sehr häufig der Fall, dass es im Bereich der A-Säulen durchgammelt, weil eben die Spiegel früher so angebaut waren, dass da Korrosion vorprogrammiert war. Ja, das haben wir alles instand gesetzt und fahren so im Jahr so zwischen 2.000 und 3.000 Kilometer mit dem Fahrzeug. Der riecht wie neu. Ja, aber weniger ist er das. So hat das Fahrzeug ausgesehen. Mhm. Warte mal hin. Von dem Fahrzeug, der Motor ist da drin. Technisch war der top. Mit Motor. Hm. Da sitzt die Gute. Nein. Passt das? Ist das Ihr Auto? Nein, ich habe das nur bewundert. Wir haben auch so einen Hansa, aber in Rot und mit weißem Dach. Mama macht das. Danke. Soll ich mal bitte lächeln? Das bewusste Wir. Da kommt gar kein Motor drin. Wir sind hergerollt. Weil ich bin nämlich gerade auch so ein Aufbau. Ne? Schade. Kein 55 PS. Woran sieht man das?
keine Doppelvergabe. Aber mein Mann steht da hinten, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Ja, ich hätte gerne ein Bild gehabt von dem 55 PS. Das geht. Gut, jetzt sind wir in Witten gelandet auf dem Borgwart-Treffen und ich hoffe, ich habe hier mal ein bisschen Erfolg. Ich suche nämlich noch Ersatz für dieses Bauteil hier. Das ist der linke Kotflügel vom B1250. Und ja, ich werde hier wahrscheinlich einen treffen, der vielleicht einen Ersatzteil für mich dabei hat. Und schauen wir mal, was wird. Dann habe ich noch was eingepackt. Da muss ich mich auch noch drum kümmern. Das ist also in Teilen der Verteiler meines GP700. Goliath. Goliath, genau. Und da muss ich hier den Nocken zum Auslösen des Unterbrecherkontakts. Der ist ein bisschen abgenudelt. Da muss ich mich auch noch heute drum kümmern. Jo. Aufgaben haben wir genügend.
Ennepetal. Und dies ist ein Borgwart 1500 Cabrio Sport. Und die Sportausführung sagt, dass er 20 cm kürzer ist als die normalen Limousinen und die viertürige Version von der, ja, also dieser, das ist ein Motor, normalerweise hat er 48 PS, aber dies ist schon eine Zwei-Vergaser-Maschine mit 68 PS. Und es gibt, so viel ich weiß, noch vier Stück, die rumfahren. Ich bin der Hans Momm und bin hier auf diesem Treffen schon und mit meinem Bruder zusammen. Wir haben also dieses Fahrzeug hier vor 5 Jahren gekauft. Das waren nur noch Fragmente und das ist ein Auto, was aus den USA zurückgekommen ist und wurde dann von uns, ja, aufgebaut, wieder neu. Wir haben 2,5 Jahre daran gearbeitet. Mein Bruder hat die Schwerarbeit gemacht, also wie Schweißarbeiten und so weiter. Und ich habe mich dann an die Feinarbeiten angegeben. Ne? Der ist auch vom Beruf her da gut drauf gewandert. Das blättert einfach mal ein bisschen. Ja, das ist jetzt die, so das Auto vorgefunden. Und dann sind so einzelne Arbeitsschritte, die wir unternommen haben, um das Auto wieder fahrbereit zu kriegen. Ne? Also alt gegen neu, komplette neue Schwelle eingeschweißt. Dann haben wir hier, ja, Batteriekasten ist neu gekommen. Das ganze Auto ist abgeschält worden von uns und dann entsprechend aufgebaut. Türen, alles raus. Also jede Schraube in der Hand gehabt. Aber das ist auch bei anderen so, die Autos restaurieren, die machen sich sehr viel Arbeit damit. Ne? 61er Baujahr, beziehungsweise 60, aber der ist 61 zugelassen. Und da kriegst du, aus welchen Gründen auch immer, lassen die von der Zulassungsstelle nur 61 zu. Also die Nummer. Ja, 75 PS ist von uns, ja, ist ein Motor, der ist general überholt. Mit ein paar Kleinigkeiten, die wir da verändert haben. Das heißt also, der hat eine elektrische Benzinpumpe, weil bei 6 Volt, das ist 6 Volt, wir wollen auch bei 6 Volt bleiben, wegen der Originalität. Und ja, das klappt wunderbar, das springt direkt an, wenn ein Auto länger steht, gerade diese Vergasermotoren, dann springen die sonst sehr schlecht an. Bei 6 Volt ist man immer bemüht, viel Strom auf der Batterie zu haben. Ja, er macht viel Spaß, hat schon allerhand Kilometer, ich komme gerade vom Bodensee zurück und hat 2000 Kilometer ohne irgendwelche Probleme hinter sich gebracht. Ne? Alexander von Spiegel. Wir haben hier einen Hansa V. Eigentlich, das hat nichts mit Borchwart zu tun, denn das ist eigentlich die Vorgängermarke aus Farel und Bielefeld, wo Autos von Hansa gebaut wurden. Wir sind sehr erfreut darüber, dass wir dieses Fahrzeug übertragen bekommen haben von einem ehemaligen Lloyd-Händler, der sich mit den Hansa-Werken beschäftigt hat. Zu der Geschichte, wie schon 1905 gebaut, 1906 in Breslau von Herrn Dr. Emil Schmeil zugelassen.
1909 tauchte schon nicht mehr im Bestand der Kfz-Zulassung auf. Ist 1945 in Bamberg bei einem Kfz-Menschen getauscht worden, wie das so war. Der Enkel hat ihn dann an diesen Leuthändler in Oldenburg verkauft, der sich da engagierte in Bezug zur Darstellung der Hansa-Geschichte. Und er ist leider verstorben und die Erben haben uns das Fahrzeug überlassen zum Erhalt und ihn wieder fit zu machen. Wir sind jetzt froh, dass er gut läuft und seit 2 Wochen auch tüffert. Also ist jetzt im Besitz vom Museum hier? Nein, der Wagen ist jetzt beim Förderverein Wirtschaftswunderwagenwelt und geht in die neue zugrundene Stiftung ein, die jetzt anläuft. Weil unser Ansinnen ist es einfach, dass man Fahrzeuge auch mal darstellt. Zwischen Hamburg und Melle gibt es da im Bereich oben eigentlich nichts. Und zum Thema Borgward gibt es ja nun wirklich kein Spezialmuseum. Und sowas wollen wir eben in Bremen ansiedeln. Und ich denke, dazu gehört eben Hansa aus Varrel dazu, weil es einfach die Urmarke ist, die sich ja mit Lloyd zusammengetan hat und später von Borgward übernommen hat. Haben Sie einen sagenhaften Zweizylinder-V-Motor zu tun? Mit sagenhaften 6 PS und 948 Kubik. Das Fahrzeug hat eine Lederkupplung, das heißt, es ist ein Konus, der mit Leder bespannt ist. Und eben im Schaltmechanismus dann einfach einkuppelt. Dieser Lederriemen, der da aufgeklebt ist, den muss man feucht halten bzw. fettig halten, damit er sich anklebt. Denn wenn man den trocken legen würde, würde er sofort verkleben. Offene Schmierung. Und auf einer Ölwanne. Das heißt ganz schlicht und einfach, dieser Tank, den wir da oben sehen, der wird von innen aufgemacht und durch die entsprechenden Röhrchen tropft das Öl in den Motor und ins Getriebe und läuft dann unten wieder raus, um dann in eine, diese sagenhafte Ölwanne, die man rausziehen kann, abzutropfen. Und dann kippt man das Öl oben wieder rein, damit es dann einfach wieder durchläuft. Und das Fahrzeug ist 1963 ein bisschen aufgefrischt worden, seitdem ist er relativ unberührt. Außer, dass wir ein bisschen an der Technik gebastelt haben und neue Reifen drauf gekriegt haben. Was auch nicht immer ganz einfach ist. Bei den Rädern haben wir Holzspeichenräder. Und eigentlich ganz interessant, das Reserverad. Wenn man also einen Plattfuß hat, dann wird das Reserverad abgenommen und an die Felge angeklemmt, so wie so ein Zwillingsrad, wie man das bei Traktoren kennt. Wenn man da vorne ein Zwillingsrad drauf hat, wird das mit der Lenkung ein bisschen schwieriger, aber das funktioniert eben. Einfache Technik, fertig. Thank you.
Also dieses Auto wurde 1954 gebaut als Prototyp für einen Sportwagen. Und es sind nachgewiesen zwei Stück davon. Einmal dieses und einmal ein Auto in Schweden. Ein dritter, der immer vermutet wurde, ist nie verifiziert worden. Und mein Auto war 1954 in Genf auf dem Automobilsalon ausgestellt und wurde dann von dem Borchwardt-Händler, Borchwardt, Goliath und Leuthändler, für den Kanton Waadt in der Schweiz erworben. Und der hat den also ganz lange behalten. Und da ist auf dem Armaturenbrett ist noch sein Logo drauf und auf der Heckscheibe ist auch noch sein Logo drauf. Und der hat also Bergrennen damit gefahren. Und solange bis also dann Borchwardt nicht mehr ging, 1961, aber dann hat er mit BMW weitergemacht und hat das Auto immer noch behalten. Und das ist in dieser Werkstatt, Garage Saint-Christophe in Lausanne, ist das also immer geblieben. Bis in die 90er Jahre und dann tauchte es bei dem Herrn Schmidlin in Toffen auf einer Versteigerung, wurde aber nicht versteigert. Und naja, und dann ist es nach, über einen anderen deutschen Besitzer, der auch hier ist, ist es dann bei mir gelagert. Dann machen Sie bitte wieder zu. Ergänzt sei gesagt, diese Maschine ist also die allererste Version der Rennmotoren von Borchwardt. Der hat schon einen halbkugeligen Brennraum, hohe Verdichtung und hat aus 1,5 Liter 85 PS. Damit erreiche ich also eine Höchstgeschwindigkeit von ungefähr 160 Stundenkilometer. Die haben jetzt einen Kotflügel für dich mit, oder? Ja, genau. Die haben einen Kotflügel für mich mit. Er könnte durchaus fassen am 1250. Die Welle ist jetzt auch Teil. So. Ja. Er hätte Sandstrahlen ja scheinbar auch gut überlebt, oder? Ja, ja. Der war blank. Ich hab den nur mal ganz vorsichtig. Ja, ja, das ist ja, da kann man so viel mit kaputt machen. Aber ist passend für dein Fahrzeug, Frank? Ja, ja, das sieht einmal frei danach aus. Ja. Okay, viel Spaß noch. Ich werde ja nicht. Hält's mal eben fest. Passt schon. Hallo, einer gebraten. Wer hat das gesagt? Ich habe nicht gesagt. Dreh dich rum. Ich meine nicht schlecht. Sieht gut aus. Ja.